Ein winzig kleines Virus terrorisiert die Welt. Mehr und immer heftiger. Zwischen 15 und 60 Jahren, Schätzungen, 400.000 Menschen werden an AIDS sterben. Wenn sich die sexuellen Gewohnheiten nicht entscheidend ändern. Es ist entartet. Es ist nicht natürlich. Wenn Ihr Sohn denn schwul wäre, was würden Sie machen? Der schlägt kaputt. Ihr bringt euch so um. Das betraf ja nicht uns. Wir waren ja weder schwul noch drogenabhängig, noch aus Afrika stammend. Das Wichtigste in diesem Falle ist die Isolation. Also was schwebt ihr mir wirklich vor, wie so ein Judenstern, ne? Achtung. Die sind infiziert. Das heißt Meldepflicht für AIDS-Kranke. Wir wissen nicht, ob wir diesen Kampf gewinnen. Wir fühlten uns wie im Krieg, wo links und rechts Granaten einschlagen und Löcher reißen im Freundeskreise. Und viele am Schluss dastanden und alle Menschen, die sie kannten, waren weg.